Als die Menschen endlich anfingen, ihre Lebensgewohnheiten radikal zu ändern, um den Klimawandel zu stoppen, war der Punkt ohne Wiederkehr längst überschritten. Die katastrophalen Folgen unseres ungebremsten Konsums und dem Raubbau unserer Erde brachen über die Menschheit hinein und stürzten die nachfolgenden Generationen ins Chaos. Innerhalb eines Zeitraums von weniger als 75 Jahren veränderten sich die klimatischen Bedingungen auf der Erde in einem unglaublichen Ausmaß. Menschen und Tiere sahen sich plötzlichen, unberechenbaren Witterungsschwankungen und Naturgewalten ausgesetzt. Lange geltende klimatische Gesetzmäßigkeiten verloren ihre Gültigkeit und veränderten die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen weltweit. Die globale Erwärmung verwandelte Mitteleuropa in ein subtropisches Gebiet. Monsunregen, starke Gewitter und Überschwemmungen waren die Folge. Das Schmelzen der Polkappen sorgte für den Anstieg des Meeresspiegels, was dazu führte, dass Küsten überflutet oder zerstört wurden. Millionen Menschen flohen aus diesen Gebieten. Sie werden Klimaflüchtlinge genannt. Infolgedessen verloren Landesgrenzen ihre Bedeutung und die Städte im Landesinneren wuchsen und entwickelten sich zu riesigen Metropolen, die in autonom verwalteten Arealen liegen. Die Areale agieren autark voneinander und unterscheiden sich durch ihre wirtschaftliche Entwicklung und ihre Regierungsform. Sie gehen Interessengemeinschaften und Allianzen mit anderen ein. Wir schreiben das Jahr 2080, in dem die Überlebenden und Neugeborenen tagtäglich mit den Folgen des Klimakollaps kämpfen. Das hier ist ihre Geschichte. Die Zeit davor, die Zeit danach. Episode 2. Flucht aus 880. Diana, komm jetzt. Nein, ich will nicht. Lass mich los. Doch, komm mit. Du musst uns verstecken. Ich will aber nicht, Paul. Du bist immer so gemein zu mir. Immer muss ich mich verstecken. Warum muss ich bloß das zweite Kind sein? Ich kann auch nicht zu dir sein, Geldpolitik. Ich habe mir diese Regel nicht ausgedacht. Was wollen die denn überhaupt von mir? Wenn sie dich finden, nehmen sie dich mir weg. Ach, die kriegen mich doch eh nicht. Bitte komm jetzt, ich habe wirklich Angst um dich. Wieso? Was machen die denn mit mir? Die schnappen dich, nehmen dich mit und dann... Was und dann? Das willst du lieber gar nicht wissen. Komm jetzt ins Versteck, keine Widerrede. Wie so oft begann es aus heiterem Himmel über Area 880 zu regnen. Das Wasser prasselte in dicken, schweren Tropfen auf die Reisfelder, die sowieso schon unter Wasser standen. Die Bewohner von 880 verzogen sich, wie immer bei diesem Wetter, in ihre mehrstöckigen Häuser. Ganze Familien mussten sich ein Zimmer teilen. Eine Ein-Kind-Politik verhinderte, dass die Stadt zu viele Einwohner bekam. Auf engstem Raum zusammengepfercht mussten sie den Gestank, die Hitze und den Lärm der Stadt ertragen. Denn die grausame Diktatorin verbot den Einwohnern, die Stadt zu verlassen. Um eine Flucht zu verhindern, hatte sie riesige Steinmauern um die Stadt errichten lassen, auf der Wächter patrouillierten. Der Hafen war mit Anlegern bestückt worden, an denen ein paar kleine Fischerboote im Wind schaukelten. Im schmutzig-braunen Wasser der Stadt schwammen keine Fische. Nur ein paar kleine Algen wuchsen auf dem Grund und wickelten sich um die Stützpfosten der Stege. Auch der Hafen wurde von den Mauern umrahmt, um die Flucht über Wasser zu verhindern. Das 15 cm dicke Stahltor wurde nur geöffnet, um die wenigen Fischer zum Fischen aus der Stadt hinauszulassen. Jedoch fuhr jedes Mal eine Wache mit, um sie zu kontrollieren. Die einzige Möglichkeit, die Stadt über Land zu verlassen, war eine Straße, die aus der Außenwelt in die Stadt und wieder hinausführte. Die Straße war jedoch nur für LKWs gedacht, die auf diesem Wege die Stadt mit Lebensmitteln versorgten. Doch auch diese wurde von mit Sturmgewehren bewaffneten Wachmännern bewacht. Die Bewohner waren in ihrer Stadt eingesperrt. Und selbst wenn sie diese Halbinsel verlassen wollten, wäre das so gut wie unmöglich. So wie jeden Tag ging Sue an dem alten Baum neben ihrem alten Haus vorbei zum Mauersegment 13,
an dem sie sich jeden Abend von ihrem Tag zu erholen versuchte. Heute hatte sie es besonders eilig, denn nach dem harten Arbeitstag auf den Reisfeldern hatte das Waschen ihrer sehr kranken Oma auch noch länger als gewöhnlich gedauert. Sue saß völlig erschöpft auf der Mauer und beobachtete, wie die Sonne langsam unterging und ihre Farbe sich von Gelb in Orange änderte. Der Wächter Leon patrouillierte auf seinem Mauerabschnitt, als er plötzlich ein lautes Seufzen über sich auf der Mauer hörte. Er ging die Stufen hoch und sah dort eine Person sitzen, die völlig in Gedanken versunken schien und ihn gar nicht bemerkte. Was machst du hier? Dir ist bewusst, dass du hier nicht sein darfst. Es tut mir leid, aber ich schaue mir von hier so gerne den Sonnenuntergang an. Dann kann ich den Alltag und die Sorgen um meine Oma vergessen. Schon gut. Ich kann nicht verstehen. Beim Maussegment 13 kann man den Sonnenuntergang am schönsten sehen. Aber dir ist trotzdem bewusst, dass es hier nicht erlaubt ist. Verhaftest du mich jetzt etwa? Nein, alles gut. Aber du musst langsam gehen. Die Diktatorin sagt gleich die Ausgangssperre an. Okay, danke. Das mache ich. Das bleibt aber unser kleines Geheimnis. Diana hatte beschlossen, nicht länger in ihrem Versteck auf ihren älteren Bruder Paul zu warten. Nur in der Nacht aus ihrem Versteck zu dürfen, reichte ihr auf Dauer nicht mehr. Sie versuchte mühselig, die Tauchglocke, unter der sie sich zurzeit versteckt hielt, hochzuheben. Mit einer Hand stützte sie sich am Boden ab, um mehr Druck auszuüben. Sie stemmte sich hoch und schaffte es nur mühsam, unter der Tauchglocke herauszukommen. Sie schaute zum Himmel und sah, dass die Sonne bereits aufging. Endlich war sie frei und bereit, ihr erstes Abenteuer zu erleben. Langsam machte sie sich auf einen Streifzug durch die Stadt, die sie nun endlich bei Tageslicht betrachten konnte, bis sie den Markt erreichte. Hey, schaut mal! Das Mädchen hat kein Brandmal. Das ist doch illegal. Schnappt sie euch und lasst uns unsere Belohnung holen. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Da ist sie. Lauft schneller. Diana versuchte, sich hinter einem Marktstand vor den Kindern zu verstecken, stieß dabei aber einen großen Obstkorb um. Dadurch erregte sie noch mehr Aufsehen und viele Menschen starrten sie an. Ohne sich noch einmal umzusehen, rannte sie weiter. Lasst sie, schnappt sie euch, habe ich gesagt. Diana flüchtete in eine dunkle Gasse und plötzlich sah sie ihren Bruder vor sich und rannte zu ihm. Was machst du hier? Ich hab dir doch klar und deutlich gesagt, du sollst in deinem Versteck bleiben. Wieso bist du herausgekommen? Es tut mir leid, Paul. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Es ist so eng. Ist diese blöden... Scheißegal. Warum bist du so außer Atem? Mich hat eine Gruppe Kinder erkannt, weil ich keine Brandzeichen habe. Komm, wir brauchen ein neues Versteck für dich. Nach einem langen Arbeitstag trafen die Wachmänner Leon und Tom an einem der vielen Mauersegmente wieder aufeinander. Beide waren froh, nun endlich Feierabend zu haben. Und, war alles ruhig? Ja, mal wieder nichts passiert. Bei mir sind 2 neue Schiffe vorbeigekommen. Echt? Wo kommen sie her? Was haben sie geladen? Keine Ahnung, aber die hatten auch wieder nur Reis geladen. Ach, scheiße. Immer der gleiche Fraß. Ich kann diesen Reis nicht mehr sehen. Ja, der Gestank. Und derselbe langweilige Hafen. Einfach jeden Tag. Du warst doch schon mal woanders. Wie sieht es denn da aus? Ich war schon mal bei den Reisplantagen. Das ist genauso langweilig wie hier. Alles ist nass und die Felder sind überflutet. Ach, eines ist aber daran gut. Es stinkt nicht so fürchterlich wie hier. Auf dem Rückweg bin ich aber an der Stadt vorbeigekommen. Und dort stehen viele große Häuser. Sie tragen fast in den Himmel. Auf den Gleisen stehen riesige gepanzerte Züge. An den Wänden hängen Lautsprecher. Aus diesen Lautsprechern kommen Durchsagen zur Arbeitszeit. Das klingt ja auch nicht besser als hier. Diese ganze Area ist einfach ein verdammtes Drecksloch. Was ist eigentlich hinter dieser großen Mauer? Keine Ahnung. Ich will einfach nur noch raus. Aber wie? Ich würde es bei deinem Segment versuchen. Ernsthaft, es ist der am wenigsten gesicherte Bereich.
weil er so weit am Rand der bewohnten Stadtteile liegt. Über die Treppen kommt man schnell nach oben. Und von dort könnte man mit einem Seil... Du weißt schon. Echt? Da denkst du aber nicht das erste Mal drüber nach, oder? Das ist ja schon ein richtiger Plan. Worüber redet ihr, Jungs? Nur darüber, wie sich die Welt verändert hat. Meint ihr, warum es immer regnet, warum das Klima sich verändert hat, warum die Leute flüchten, warum die halbe Stadt unter Wasser steht, bei der Suppe geschmolzen ist, warum die ganze Welt in Distrikte aufgeteilt ist, warum es in einen Zaun um die Stadt geht, warum wir jetzt in einer Diktatur leben, warum so viele Oxide herumfliegen, warum so viele krank sind aufgrund der ganzen Industrie, warum wir jeden Tag Reis essen, warum wir hier überhaupt Reis anbauen können, woher die afrikanischen Mücken kommen und, und? Nee, also eigentlich haben wir nur über unser Schichtende gesprochen, dass sie früher endet. Ah, ihr meint diese Art von Veränderung, so eine große, untragbare, eine Stunde oder weniger am Tag arbeiten, Tag, ja. Tut mir leid, das habe ich wohl falsch verstanden. Okay. Sue kniete mit Tränen in den Augen vor dem alten Holzbett, in dem ihre sterbende Oma lag. Diese kämpfte bereits seit langer Zeit gegen eine der unzähligen Krankheiten, die 880 in ihren grausigen Fängen hielt. Am Ende war sie nicht mehr stark genug, um sich noch länger dagegen zu wehren und am Leben festzuhalten. Oma, bitte, du bist die Einzige, die ich noch habe. Du bist die Einzige, der ich wirklich vertrauen kann, mit der ich trotz dieser Situation hier ein wenig Spaß habe. Du bist die Einzige, die mir von meiner Familie geblieben ist. Oma, verlass mich bitte nicht. Bleib bei mir. Du kannst mich hier nicht alleine lassen. Ich kann das nicht ohne dich. Die alte Dame ächzte leise und gab ihrer Nichte ein paar letzte Handzeichen, bis das Leben ihren Körper verließ. Hoffentlich. Findest du deinen Frieden an einem besseren Ort, Oma? Die beiden Geschwister Diana und Paul betraten das leergepfegte Reisfeld. Es herrschte Totenstille. Sie ergriffen ihre Chance und liefen über das nasse Feld. Da entdeckten sie das kleine Häuschen von Sue und ihrer Oma. Schnell schlichen die beiden Geschwister durch den Matsch zu dem alten Haus. Diana, komm, wir können uns in diesem Haus erst einmal verstecken. Aber was ist, wenn da jemand wohnt? Stell dir vor, sie erwischen uns. Nein, hier wohnt niemand so heruntergekommen, wie es ist. Naja, okay, aber du gehst vor. Ja, ja, mach ich. Siehst du, hier ist niemand. Wer seid ihr und was macht ihr in meinem Haus? Ich bin die... Wir sind geflüchtet und müssen uns irgendwo verstecken. Wir haben keine andere Wahl. Bitte verrat uns nicht. Ja, ja, von mir aus. Ich habe gerade andere Probleme. Wo gehst du hin? Du gehst uns aber nicht verpetzen, oder? Ich brauche einfach ein bisschen Ruhe. Ich komme bald wieder. Sue ging mit durchnässten Klamotten im Regen den unebenen Weg Richtung Reisfeld entlang. Zwischen Moor und Schlamm trat sie in mehrere kleine Wasserpfützen. Durch die Pfützen waren ihre Schuhe bald aufgequollen und ihre Klamotten voller Schlammspritzer. Erschöpfte Bauern kamen ihr entgegen auf dem Weg nach Hause, endlich weg von den öden Reisfeldern. Ihre Kleider waren schon ganz zerschlissen von der harten Arbeit. Sue ging entlang eines Reisfeldes in Richtung Mauer. In der Ferne lag die Stadt, aber auch hier lagen mehrere Häuser, die sich Sue immer wieder länger anguckte. Diese Häuser waren in einem miserablen Zustand. Größere Risse in der Fassade, Wasserflecken und kaputte Dächer. Sie kam vor der großen, angsteinflößenden Mauer an und sah schon wie üblich Leon patrouillieren. Er sagte nichts, als sie sich auf die Mauer setzte. Nach einer Weile kam er zu ihr. Hey Sue, schon wieder hier? Oh, was ist mit dir? Willst du dich zu mir setzen? Ja, worüber denkst du nach? Meine Oma, sie ist gerade gestorben. Es fühlt sich an wie ein Stich in mein Herz. Oh, mein Beileid. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, aber ich danke dir trotzdem. Ich muss versuchen, nicht an der Vergangenheit hängen zu bleiben, sondern in die Zukunft zu schauen.
Sue unterdrückte ihre Trauer und versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten. Leon versuchte, das Schweigen zu durchbrechen und suchte nach einem Gesprächsthema, um sie mit etwas aufzuheitern. Da entdeckte er nicht weit von ihm entfernt zwischen den alten, bröckeligen Steinen der Mauer einen silbern schimmernden Gegenstand. Hey Sue, siehst du das da auch? Da vorne auf dem Boden, das silberne Ding. Was meinst du? Leon stand auf und ging hinüber zu dem Gegenstand, der sich aus der Nähe als ein technisches Gerät entpuppte. Er kniete nieder, betrachtete es von allen Seiten und erkannte, was es war. Das war für ihn die perfekte Gelegenheit, Sue ein wenig von ihrer Trauer abzulenken. Schau mal. Was ist das? Das ist ein Diktiergerät. Darauf kann man Sachen aufnehmen und speichern. Was meinst du? Ob da noch was drauf ist? Wollen wir mal reinhören? Es sieht so aus, als hätte es keine Batterien mehr. Ah, kein Problem. Ich habe ein Solaraufladepanel. Damit laden wir immer unsere Funkgeräte auf. Das würde klappen. Guck mal, die rote Lampe leuchtet. Geht es jetzt? Es geht wieder. Mach es an. Hey, mein Name ist Clarissa und ich habe dieses Diktiergerät in einer alten Kiste meiner Eltern gefunden. Heute ist der 11. April 2075 und ich bin vor einigen Tagen 13 Jahre alt geworden. Ich nehme dies in der Hoffnung auf, dass es hier irgendwann mal irgendjemand findet. Ich lebe in Area 880. Hier gibt es viele Reisfelder, auf denen wir arbeiten müssen. Ich bin gerade zurück von einem harten Arbeitstag und habe meine tägliche Dosis an Medikamenten, die wir Painkiller nennen, genommen. Und trotzdem fühle ich mich immer noch so erschöpft. Ich frage mich langsam, ob diese Medikamente wirklich gut für mich sind. Und auch, ob sie etwas bringen. Ich bin echt froh, dass ich dieses Gerät gefunden habe, denn so kann ich meine Gedanken einmal dokumentieren. Ich bin davon überzeugt, dass es hinter diesen Mauern einen Ort gibt, an dem die Medikamente einfach egal sind und an dem die Regierung keinen Druck mehr auf uns ausüben kann. Dieser Ort wäre so wunderschön und wir könnten dort einfach ohne Angst leben. Ich werde jetzt öfter solche Aufnahmen machen. Da bin ich mir sicher. Während Sue mit Leon an der Mauer die alten Aufnahmen anhörte, verharrten die beiden Kinder immer noch im kleinen, brüchigen Haus von Sue und ihrer Oma. So wie Diana und Paul da in der alten Hütte kauerten, ähnelte die Situation doch stark der von vor noch ein paar Stunden. Missmutig starrten sie ins Leere. Keine Lösung in Sicht. Ich will hier nicht bleiben. Wo sollen wir hin? Dein Versteck wurde entdeckt. Wir können nicht zurück. Hier will ich aber auch nicht bleiben. Hier stinkt es irgendwie so nach totem Fisch. Das ist echt eklig. Diana, das kannst du doch nicht sagen. Die arme Frau. Was denn? Die ist doch eh tot. Hören kann sie mich schon lange nicht mehr. Ja, du hast ja recht. Wir müssen endlich hier abhauen. Und mit hier meine ich dieses ganze verdammte Areal 880. Nachdem Sue mit Leon den ersten Audiodialog gehört hatte, ging sie mit neuer Hoffnung in Richtung nach Hause. Auf dem Heimweg fielen Sue die beiden Kinder wieder ein, welche sich wohl immer noch bei ihr zu Hause versteckten. Bei dem ereignisreichen Treffen mit Leon hatte sie den Tod ihrer Oma und auch den darauffolgenden Besuch vollkommen verdrängt. Viele Fragen schwebten ihr durch den Kopf. Nur ein Gedanke war für Sue glasklar. Die Kinder waren in Not und auf ihre Hilfe angewiesen. Ihre Schritte wurden schneller, beim Gedanken an die Unbekannten in ihrer Wohnung. Wir müssen aus dieser Stadt raus. Ich habe echt Angst um meine Schwester. Am Ende wird sie noch erwischt und was weiß ich, was die mit ihr machen. Das stimmt. Ich kriege mittlerweile echt so dolle Angst. Ich habe Angst davor, was die Leute mit mir machen würden. Ihr habt recht. Nur wegen meiner Oma wäre ich hier geblieben. Jetzt, wo sie auch weg ist, habe ich keinen mehr aus meiner Familie, der mich hier noch hält. Ich kann es in diesem Drecksloch einfach nicht mehr aushalten. Guck mal, was ich gefunden habe. Vielleicht sind hier Informationen drauf, die uns weiterhelfen könnten. Heute ist der 23. November 2076 und... Ling, wo warst du? Ich hab dich den ganzen Tag gesucht. Ich war zu Hause bei meinem Opa. Habe ich dir doch gestern erzählt. Naja, Hauptsache du bist jetzt da. Ich wollte gerade eine neue Aufnahme für mein Tagebuch machen. Cool, ich muss dir unbedingt was Wichtiges erzählen.
Macht es dir was aus, wenn die Aufnahme nebenbei läuft? Nein, lass sie ruhig an. Dreimal darfst du raten, was mein Opa mir erzählt hat. Keine Ahnung. Fang nicht wieder an mit deinen Ratespielen. Er war wieder in der Stimmung, Geschichten aus seiner Kindheit zu erzählen. Wusstest du, dass hier früher alles anders war? Meinst du vor der großen Katastrophe? Ja, früher gab es im Norden und im Süden große Eislandschaften, aber weil es wärmer geworden ist, sind sie geschmolzen. Nur deswegen gibt es in 880 so viel Wasser. Mein Opa meinte, dort wo der Hafen ist, waren früher riesige Wiesen und mehrere kleine Seen. Seitdem hat sich das Wetter extrem verändert und durch den starken Regen sammelt sich auch viel Wasser an. Krass, ich wusste nicht, dass früher alles so anders war. Wie konnte das nur passieren? Weiß nicht. Darüber hat er mir nichts gesagt. Aber er meinte auch, dass es früher gar nicht so warm war. Mein Opa ist ja, wie du bestimmt weißt, im Jahr 2004 geboren und einer der einzigen Überlebenden aus seinem Jahrgang. Damals gab es diese ganzen Mücken noch nicht und viel weniger von diesen Krankheiten, gegen die die Painkiller wirken sollen. Die mussten nicht jede Woche solche Medikamente nehmen. Hast du nicht auch schon mal darüber nachgedacht, ob diese Medikamente etwas bewirken? Was meinst du, ist hinter diesen großen Mauern? Können wir da ohne Medikamente und Angst vor der Diktatorin leben? Sollen wir nicht einfach mal nachschauen? Was denkst du? Ist das nicht zu gefährlich? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich habe echt Angst, Ling. Komm schon, Clarissa. Schlimmer als hier kann es nicht sein. Wie wäre es, wenn wir einfach abhauen? Ich weiß nicht. Was wäre, wenn sie uns erwischen? Wir würden sicher schlimm dafür bestraft werden. Scheiß drauf. Lass uns abhauen. An dieser Stelle brach die Aufnahme ab und Sue schaltete das Gerät aus. Die beiden Geschwister sahen sich lange an. Dann blickten sie nochmal auf das Diktiergerät und schließlich wieder zu Sue. Das ist alles richtig, aber wie wollen wir hier rauskommen? Hast du vielleicht eine Idee? Ich kenne da jemanden, dem können wir vertrauen. Ich glaube, er kann uns helfen. Echt? Wer ist das? Ich kenne einen von der Wache und ich denke, er ist mein Freund. Vielleicht weiß er, wie wir fliehen können. Sollen wir wirklich einer Wache vertrauen? Paul, ist das dein Ernst? Wir wollen fliehen und du fragst nach der Wache. Ich mache mir bloß Sorgen um dich. Wenn der Wachmann uns eine Falle stellt, vielleicht bringt er uns zur Diktatorin. Ich versichere euch, ihm können wir vertrauen. Sue traf rechtzeitig zum Schichtende an Mauersegment 13 ein, um dort Leon zu treffen und ihn in die Pläne einzuweihen und um ihn um Hilfe zu bitten. Sie hatte Diana und Paul angewiesen, erneut im Haus auf sie zu warten. Hallo Leon. Hallo Sue. Kannst du mir helfen? Klar, wobei denn? Ich will fliehen. Einfach weg von hier. Du nickst. Machst du mit? Ich würde schon gerne weg hier. Und mit dir. Dann lass uns gehen. Jetzt gleich. Allerdings sind wir nicht zu zweit. Ich habe zwei Kinder dabei. Zwei Kinder? Wen denn? Diana und Paul. Sie sind Geschwister. Diana hat kein Branding und nun wird sie verfolgt. Wenn wir nicht fliehen, wird Diana sterben. Ich erkenne den Ernst der Lage. Es ist zwar sehr riskant, aber wir könnten es versuchen. Ich helfe euch und ich komme mit. Ich bin dir so dankbar. Diana, Paul, ihr könnt rauskommen. Hilft er uns? Ja, das tut er. Wir werden es alleine jedoch nicht schaffen. Ich habe einen Kollegen, der uns helfen würde. Gut, dann wären wir schon zu fünft. Lass uns morgen Abend hier treffen. Okay, bis morgen. Am nächsten Tag suchte Sue ihren alten verschlissenen Beutel heraus, den ihre Oma ihr überlassen hatte. Außerdem packte sie in einen kleinen Sack eine Handvoll Reissamen, da sie sich nicht sicher war, ob diese noch gebraucht werden konnten. Die Kinder schmierten die letzten Brote, die im Haus noch zu finden waren, nahmen ein paar Früchte sowie die letzten Wasservorräte und legten sie dazu. Außerdem steckte Sue noch ihr Messer und ein Bild von ihrer Oma in ihre Jackentasche. Ihr Kompass hatte, wie sie leider feststellen musste, den letzten flutartigen Regen nicht überlebt. Doch dafür würde sich sicher eine Lösung finden. Gemeinsam gingen sie also los, schlugen den Weg über die Reisfelder zur Mauer ein. Mit einem letzten traurigen Blick sagte Sue Lebewohl. Konnte sie ihre verstorbene Oma einfach so hinter sich lassen? Schweren Herzens blickte sie auf die Reisfelder zurück. Es war zwar nicht die beste Arbeit gewesen, dennoch hatte sie den größten Teil ihres Lebens hier barfuß
bis zu den Knöcheln in Reispflanzen verbracht. Es gab jedoch kein Zurück. Und zu dritt schritten sie den matschigen Weg entlang. Die Flucht konnte beginnen. Versteckt euch erstmal hier im Gebüsch, bis ich euch hole. Herr Leon, ist die Luft rein? Ja, kommt. Es ist alles vorbereitet. Ich habe hier ein Seil. Manchmal müssen wir uns abseilen, um Reparaturen an den Außenmauern durchzuführen. Danke, dass du uns hilfst. Du hast ein großes Herz. Ich hole die Kinder. Mit den beiden Kindern kehrte Sue zu Leon zurück, doch ihr Atem stockte, als sie eine zweite Wache neben Leon erblickte. Fast wäre sie wieder umgekehrt und mit Diane und Paul an der Hand weggelaufen, doch Leon gab ihr mit Handzeichen zu verstehen, dass alles in Ordnung war. Das ist mein Kollege Tom. Ich komme mit euch. Ich habe auch die Nase voll von diesem Ort. Die Blicke aller wendeten sich nach oben. Dort hatten Leon und sein Kollege bereits ein, in Sues Augen, nicht sehr vertrauenswürdiges aussehendes Seil um einen dicken, beständigen Holzbalken geschlungen. Als hätte er Sues Unmut gespürt, lächelte Leon ihr aufmunternd zu. Los jetzt, wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Ich gehe als Erster. Leon, gib mir das Seil. Zuerst hörte man nur das Kratzen von Toms Schuhsohlen an der Außenmauer. Plötzlich wurde die nächtliche Stille durch Toms Schrei unterbrochen, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. Oh nein, die Flutlichter gehen an. Schnell, wir müssen hier runter, bevor sie uns entdecken. Sie ließen sich so schnell es ging das Seil herunter. Unten lag Tom, reglos. Lauft weiter, wir können jetzt nichts mehr für ihn tun. Der Sturz war zu hoch, also lauft. Ab in den Wald! Erschöpft und mit nassen Schuhen kam die Gruppe im Wald auf einer Lichtung zum Stehen, die sicherlich sehr idyllisch gewesen wäre, wären sie nicht gerade aus Area 880 geflohen und hätten nicht ihren Begleiter bei seinem Sturzflug von der Mauer zugesehen. Die Geschwister und Sue sackten augenblicklich in sich zusammen, sobald sie sich in Sicherheit wussten und schliefen ein. Nur Leon, dem es scheinbar schwer fiel, alte Gewohnheiten abzulegen, kam seiner Aufgabe als ehemaliger Wachmann nach. Während die anderen schliefen, hatte Leon aus den abgebrochenen Ästen der Bäume eine kleine Hütte gebaut, welche sie ein wenig vor Wind und Regen schützen sollte. Als Sue wieder wach wurde, legte sie aus ein paar großen Steinen einen Kreis und entfachte ein kleines Feuer, das ihnen Wärme spenden sollte. Hey Sue, was machst du da? Ich mache uns ein Feuer. Die Steine sind dafür da, dass das Feuer nicht auf die Sträucher übergeht. Früher haben die Menschen immer so gelebt, aber über die Jahre haben die Menschen vergessen, wie es geht. Meine Großmutter hat mir gezeigt, wie ich im Wald überleben kann. Seid ihr okay? Ich bin total nass und friere. Ich gebe euch meine Jacke. Wie geht's nun weiter? Wir gehen weiter in den Norden. Der Kompass wird uns hinführen. Ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft und habe Durst und Hunger. Ich auch. Früher konnte man in diesen Wäldern campen, aber jetzt ist fast alles überschwemmt. Meine Oma hat mir erzählt, dass die Luft durch die Abgase der Autos wärmer geworden ist. Dadurch ist das Eis an den Polkappen geschmolzen und es war einfach zu viel Wasser für die Ozeane. Die Länder in Küstennähe wurden alle überschwemmt. Da es wärmer geworden ist, konnten die alten, das kältere Klima gewohnten Bäume nicht mehr leben und hier wuchsen überall Palmen. Und jetzt können hier auch Insekten leben, die früher nicht hier waren. Sie übertragen Krankheiten und deswegen müssen wir die Painkillers nehmen. Deine Oma war ganz schön schlau. Ja, das war sie. Oh, entschuldige, das wollte ich nicht. Es kommt jemand. Hört ihr das? Wer kann das denn sein? Ich habe Angst. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wer hier angehen sollte. Hey, ihr! Was macht ihr hier? Wir wollten in den Norden ziehen. Wer bist du? Ich bin Marco und bin Händler. Warum sind Sie hier? Es ist kalt und dunkel.
Ich ziehe generell immer hier lang, um Käufer zu finden. Viele rasten hier in der Gegend. Die Dunkelheit stört mich nicht, denn ich habe eine Taschenlampe erfunden. Eine Taschenlampe? Ich benutze Solarenergie. In der Taschenlampe ist eine Solaranlage integriert. Das finde ich toll. Können wir eine haben? Natürlich, gerne. Ihr bekommt die Taschenlampe und ihr erklärt mir, wie man Feuer macht. Einverstanden. Wir hatten sowieso nichts zum Tauschen. Ich hole es. Nachdem der Händler weitergezogen war, überlegten Sue, Leon und die beiden Geschwister Paul und Diana, wie sie nun weiter vorgehen sollten. Dann fiel ihnen ein, dass möglicherweise noch weitere Nachrichten von Clarissa auf dem Diktiergerät sein könnten, die ihnen vielleicht weiterhelfen könnten. Hey, wir haben die Aufnahmen von dem Diktiergerät noch nicht zu Ende gehört. Ja, lass uns den Rest anhören. Und so kramte Sue den kleinen Apparat aus ihrer Tasche und startete die Aufnahmen. Okay, es ist der 28. Januar 2077. Alle unsere Sachen sind gepackt. Ling und ich sind bereit, aus diesem verdammten Ort zu fliehen. Ling, hast du es geschafft, das Messer, das wir auf dem Markt gesehen haben, zu klauen? Nein, der Markt war zu stark bewacht. Aber pass auf, ich habe es geschafft, einen Wächter außer Gefecht zu setzen. Ich wette, der hat heute Nacht gut geschlafen. Sein Messer habe ich mitgehen lassen. Hast du es denn geschafft, den Kompass zu besorgen? Klar doch, sonst würden wir unmöglich den richtigen Weg in Richtung Norden finden. Also, nochmal zu meinem Verständnis. Unser Plan ist es, nach Norden zu gehen, weil mein Opa gesagt hat, dort könnte es einige Geisterstädte geben, in denen es leichter ist, Unterschlupf zu finden, oder? Genau, jetzt müssen wir nur noch über die Mauer kommen. Das klang für Sue und ihre Freunde nach einem Plan. Und so zogen sie ebenfalls weiter Richtung Norden. Nach einem endlosen, langen Marsch durch die umliegenden Felder, Sümpfe und Wälder kamen sie in einen kleinen Ort an. Sie liefen durch den zertrümmerten Ort und fanden nach einiger Zeit eine verlassene Tankstelle. Die Tankstelle hatte ein großes Vordach, unter dem früher die Autos zum Tanken geparkt hatten. Doch jetzt, wo es praktisch kein Benzin mehr gab, hielt hier kein Auto mehr. An der rechten Seite des Gebäudes war eine kleine Garage, die jedoch verschlossen war. In der Tankstelle war alles heruntergekommen. Die Regale waren leer, der Tresen umgestürzt und in einer Ecke hatten sich Ratten eingenistet. Da die alte Tankstelle direkt an einer Straße lag, die von allen Richtungen gut einzusehen war, war schnell klar, hier würde sie so schnell keiner finden. Die Tankstelle ist perfekt. Hier sind wir geschützt vor Wind und Wetter und es ist groß genug für uns alle. Die Garage könnte unser Lager sein und um das große Dach könnte man noch etwas bauen, sodass wir ein bisschen mehr Platz haben. Aber wie bekommen wir Essen? Ich esse ganz bestimmt kein ödes Gras oder Schlammtee. Uah. Nein, natürlich nicht. Guckt euch doch um. Wir haben hier genug Ackerland. Wir können Reis anpflanzen. Und wenn wir Glück haben, können wir sogar noch mehr anpflanzen. Ich habe das ganze Reisessen total satt. Aber mit Reis kann man doch auch gut handeln. Vielleicht können wir hier etwas Eigenes aufziehen. Ich vermute, hier kommen viele Leute vorbei. Das hier scheint doch eine Hauptstraße zu sein. Dann ist hier auch eine gute Stelle, um auf einer Durchreise Pause zu machen. Seht ihr den großen Sack dort? Er sieht aus wie ein Sack voller Maiskörner. Wir können Reis und Mais bauen. Davon können wir bestimmt lange leben. Mit Mais und Reis kann man gut handeln. Wenn wir Glück haben, finden wir noch mehr zum Pflanzen. Vielleicht können wir sogar Sträucher mit Beeren oder Bäume mit Früchten pflanzen. Gut, ich habe das ganze Reisessen total satt. Psst, seid mal ruhig. Ich glaube, da ist wer. Hört ihr das auch? Diese Stimme. Das ist ein kleines Mädchen. Ein kleines, fremdes Mädchen mit schulterlangen schwarzen Haaren war wie aus dem Nichts aufgetaucht und schaute die Gruppe fragend an. Dennoch kam sie ohne Scheu auf die vier zu. Diana stutzte. Auf der Wange dieses Mädchens befand sich kein Brandmal, genau wie auf ihrer eigenen. Langsam hoben beide ihre Hand an ihre Wangen, wie als wären sie dadurch auf besondere Art und Weise miteinander verbunden. Wir sind neu hier. Und wer bist du? Ich bin Layla. Wir wohnen hier, auf der anderen Seite, aber manchmal spiele ich hier in der Tankstelle. Wir? Heißt du, dass du nicht alleine bist? Ja, meine großen Schwestern Ling und Clarissa sind auch da. Die sind total nett. Mich haben sie auch aufgenommen. Wartet, da hinten kommen sie ja. Was ist denn hier los? So viele Besucher auf einmal. Die vier sind neu hier. Ihr drei habt das Branding von 880. Du nicht. Wie kommt ihr hierher? Wir sind geflohen. Das sind Leon, Paul und Diana. Und ich bin Sue. Ey, Clarissa. Genau wie wir damals. Clarissa? Heißt das, du bist Ling? Wir haben eure Aufzeichnungen gefunden.
Deshalb sind wir hier. Ich hätte nie gedacht, dass jemand das alte Gerät findet und meine Aufzeichnung hört. Und doch, ich habe es immer gehofft. Oh bitte, können Sie bei uns bleiben? Klar, erstmal können Sie bleiben. Hey du da, warum humpelst du denn so komisch? Ich? Ach, das war so. Eines Abends hörten wir komische Geräusche aus Richtung der alten Tankstelle. Und weil Layla noch draußen zum Spielen war, hatte Clarissa natürlich direkt Panik. Aber ich bin furchtlos hin und... Ling, das war doch gar nicht so. Hör auf, schon wieder die Geschehnisse komplett zu verdrehen. Naja, jedenfalls habe ich bei diesem Kampf um Leben und Tod mit dem Bären einen Fuß verloren. Es war ein Waschbär. Und deinen Fuß hast du verloren, weil du vor dem Viech Angst hattest und über einen rostigen Nagel gestolpert bist. Dann hat sich die Wunde entzündet, deswegen. Ach, das ist doch jetzt auch egal, oder? Lass uns ins Haus gehen. Komm, Layla, wollen wir nicht mit dem Großen ins Haus gehen? Hey, Diana, warte mal kurz. Ich wollte dir nur sagen, dass ich so froh bin, dass ihr da seid. Endlich habe ich eine Freundin. Ich hatte noch nie eine Freundin. Bisher musste ich mich immer nur verstecken. Sag mal, warst du schon mal jagen? Jagen? Du meinst so richtig mit Pfeil und Bogen? Na klar, was denkst du denn? Wie cool! Ich habe von Paul immer nur Geschichten über Jagden außerhalb der Stadtmauern gehört. Aber selbst...